Yes, wir sind unterwegs. Der Materia und der Ichinger, der Kassler. Film mal raus, wir sind auf der Autobahn nämlich. Fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Und ich bin ganz doll aufgeregt, weil wir machen quasi unser eigenes kleines Format. Ich nenne es einfach Zuhause ist Punkt, Punkt, Punkt. Oder? Ist das nicht geil? Da könnte Chris Schwarz nämlich so eine geile Blende machen. Da kommt jetzt so Zuhause ist und vielleicht so ein geiler Jingle. Ja. Oder vielleicht Mucke von einem unserer geilen Hitsongs. Ja. Oder? Ne? Ja. So, und wir sind jetzt auf dem Weg. Ich zeig Martin heute so ein bisschen, da wo ich herkomme. Ne? Und wir fahren jetzt zuerst, fahren wir jetzt ein paar Stunden ins Extertal zu meiner Mama. Dann fahren wir, glaube ich, zu meiner alten Schule. Dann habe ich noch eine kleine Überraschung in Herford. Das glaubt mir eh immer kein Schwein. Dann fahren wir noch ins Junkerhaus, Lemgo. Ganz tolle Geschichte. Ganz toll wichtig. Hexenverfolgungsmuseum. Wir machen ganz, ganz, ganz viele geile Sachen in überall, wo ich herkomme. Und ich freue mich sehr. Und jetzt folgt einfach auf Musik so ein paar so Impressionen und Zwischenschnitte, die der Chris Schwarz sehr clever anlegt, oder? Jetzt musst du noch was Geiles sagen, so wie Yes oder Cool. Lemgo! Yes! Wir sind bei Zuhause ist. Zuhause ist hier Benjamin. Das ist das Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Ich habe aber witzigerweise keinen Haustürschlüssel. Zuhause. Da sind wir. Da. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Na? Na? Wie geht's? Okay. Hallo. Oh, und Bocke gibt's auch. Ja, da essen wir was. Da nehmen wir. Das ist ja herrlich. Das ist ja. Ja? Da sind so viele drin. Mit der sind immer traurig, wenn die nicht alle sind. Benjamin? Ja, ich nehme wohl, danke. Ja, gerne. Ich fülle auf, sag Stopp. Drin. Okay. Dann essen wir hier drin. Stopp. Ah, okay, gut. Schön wieder zu Hause zu sein. Martin ganz aufgeregt, wie man merkt. Kartoffelsalat gibt's, Bockwürstchen gibt's. Ja, bisher, ich finde es sehr, sehr schön. Ich freue mich sehr, zu Hause zu sein. Ich freue mich sehr, allen die Gegend zu zeigen. Weil hier sonst nicht so viele Leute hinkommen. Ja. Oh. Oh. Willst du? Ein Trampolin, das ist ja das Beste. Oh. Das ist ja quasi mein altes Kinderzimmer. Oh. Ja, das sind die von meiner Mama. Ja, geil. Und das war mein kleines Kinderzimmer. Hier hatte ich so eine Matratze liegen, hier in der Ecke. Und wo hast du die Bong versteckt? Die Bong hatte ich immer, ich hatte hier quasi noch ein Sofa und hier noch ein Sofa und hier habe ich immer so Taschentücher rein, damit es nicht stinkt, und dann immer so dahinter gestellt. Oh, ist ja geil. Ich habe auch tatsächlich hier drin habe ich Michael X auch geschrieben, weil ich irgendwann bei der XO-Platte so einen Rappel gekriegt habe und nicht vor und nicht zurückgekommen bin. Da hatte meine Mutter das hier so als Arbeitszimmer eingerichtet, das ist ja jetzt so ein Gästezimmer so. Und dann habe ich hier, glaube ich, Michael X geschrieben, auf und davon geschrieben. Was habe ich denn hier noch geschrieben? Kontrolle Schlaf habe ich hier geschrieben. Krass. Und Hinterland auch wichtige Songs. 20 Quadratmeter habe ich hier geschrieben. Nee, das stimmt nicht. Den haben wir in Spanien geschrieben. Aber hier habe ich so ganz wichtige Sachen auch für die Hinterlandplatte geschrieben. Ist auch irgendwo eine Box mit alten Kassler Kinderfotos? Oh Gott. Boah. Ja. Nein. 5. Da gibt es doch 100%ig ein Album. Yes. Das gucken wir. Ist das euer Auto? Ja, so ein Cutlass war das damals. Oh, was? Gönjamin. Das war dein erster Geburtstag, glaube ich. Was ist der da? Schokolade mit... Schokoladenkuchen. Sag mal. Gönjamin. Beim Kassler an der Schule. Von wann bis wann? Bis 99. Da war der Chris Schwarz 2. Und ganz oft, wenn wir nicht wussten, was wir so abends noch machen sollten, dann hat man hier einfach so ein bisschen an der Schule abgecornert. Da haben auch ganz andere Leute noch abgecornert. So. Und manchmal gab es hier auch auf Maul oder so. Oder Schlägerei oder Stress. So Langeweile-Stress. Kennst du das so? Man hat eigentlich kein Problem mit wem, aber es gab dann einfach so aus Langeweile so Ärger. Tschüss, Schule. Wie heißt sie eigentlich? Realschule Extertal. Realschule Extertal. Vielen Dank, dass du mir die gezeigt hast. Top. Top Schule.
Leute, große Melonen haben sie hier in Lemgo. Das ist jetzt das Hexenbürgermeisterhaus in Lemgo, weil was viele nicht wissen, ist, dass Lemgo eine der Hauptstädte der Hexenverfolgung und Hexenverbrennung war, tatsächlich. Und man kann hier drin, zumindest früher, als ich das letzte Mal hier war, konnte man noch die ganzen Folterinstrumente sehen. Ja, wurde damals ordentlich verbrannte Erde hinterlassen hier. Ja, und das checken wir jetzt aus. Wichtig im Museum aber, so zu gehen. Ja. Und auch immer vorbeigehen an etwas, dann so und stehen zu bleiben und so zu machen und sich so zu drehen. Das macht man wirklich, ne? Ja, die Alten machen das. Die drehen sich dann immer so. Ich aber auch. Ich stelle mich dann so davor und dann immer so. Dann nochmal so und dann nochmal. Ja. Kommt was, was du nicht erwartest. Was ist da in so einem großen Glasding drin? Drei Katzen, die gegeneinander Schach spielen. Ähnlich. Ein Versuch noch. Ein Huhn auf Inlinern. Sehr ähnlich, aber guck jetzt. Damit habe ich nicht gerechnet. Was? Heftig. Also sehr interessant, verrückte Foltermethoden. Zeiten sind zum Glück vorbei hier, aber auf der Welt passiert natürlich noch viel Scheiße in vielen Regionen. Fahren gleich noch zur Tupac-Statue nach Herford. Die es ja nicht gibt. Doch, 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 die gibt's. Wir haben eine Wette am Laufen. Er glaubt mir ja nicht, dass es eine Tupac-Statue Fuffi in Herford gibt. Fuffi? Ganz klar. Fuffi? Boah. Okay. Boah. Also ich jetzt, wir Kennst fahren du nach die? Herford, nee, zu einer, wo eine Tupac-Statue steht. No way. Yes way. Ja. So, ja. Und dann so. Oh. So. Oh, jetzt musst du eine Pose machen. Yeah! Stark. Oh, Cheerleading. Nicht schlecht. Cheerleading liebe ich. Cheerleading liebe ich auch. Unser Superfreundetag. Ich zeige Martin meine Heimat. Wir waren schon in Bösingfeld. Meine Mama hat Kartoffelsalat gemacht. Wir waren Trampolinspringen. Du hast ein bisschen Fotos aus meiner Kindheit gesehen. Deine Schule. Meine Schule hast du gesehen. Lemgo. Lemgo, ganz viel. Hexenbürgermeisterhaus. Innenstadt, sehr schön von Lemgo. Wir sind immer noch in Lemgo und wir gehen jetzt zu einer anderen großen Sehenswürdigkeit von hier, nämlich diese Schalke-Flagge da vorne. Nee, Spaß. Und zwar ins Junkerhaus. Und zwar wurde das Haus von einem Mann gebaut und eingerichtet, der aus unglücklicher Liebe, sagt man, das Haus nie verlassen hat, sondern nur in der Dunkelheit. Und damals haben alle Leute vermutet, dass der so psychisch krank ist oder so. Der war aber einfach nur schwer depressiv. Und hat dann nach und nach selber sich so Möbel geschnitzt und bla und bla und bla und bla und bla. Und das ist eine ganz krasse Sehenswürdigkeit von hier. Und eine traurige Geschichte, die ich finde, die sehr zum emotionalen Kasseler passt. Haben sie dann alle gesagt, der Typ ist ein ganz schönes Schnitzohr? Yes! Oh! Oh! Also das ist krass. Ja. Ich glaube auch, dass er depressiv war. So machen. Und dann so. Siehst du, die ganzen Möbel hat er halt geschnitzt, so aus Liebeskummer und so. Das passt doch voll zur Emo-Rap, Kassler. Lemgo ist die Wiege des Emo-Rap. Die Küche, Leute. Der Raum ist durch zahlreiche Wandregale funktional gestaltet. Die Küche ist mit einem trapezförmigen Schrank. Korrespondiert mit der Form von Tisch und Schrank. Decke, Wände und Möbel sind mit der für Karl Junker typischen mehrschichtigen... 21 Jahre. Und das ist alles so geschnitzt, ne? Ja. Dieses Zimmer war möbliert mit Bett, Tisch, Stuhl, Schrank, Waschtisch, Nachtschränkchen und dem Modell des Hauses auf oben und unterbrochen. Schön, ne? Guck mal, den, das.
Altdiele gesessen. Da ist ein junges Mädchen mit. Der Haustier. Ja, was ist denn da? Ey, wir sind gerade aus dem Junkerhaus wieder da. Und ich muss sagen, ich bin wirklich tief beeindruckt. Ich bin ganz doll inspiriert auch so. Das letzte Mal, wo ich hier war, muss dann so in der 6. Klasse oder so gewesen sein. Und da kann man das hier immer nicht so richtig so wertschätzen. Aber heute nochmal durchgehen. Wir haben auch eine ganz tolle Führung von den Leuten bekommen, haben sogar extra Räume sehen dürfen. Und ich bin echt froh. Jetzt haben wir mit Lemgo fertig, aber ich bin richtig froh. Ich finde den Tag richtig schön, dass wir das alles zusammen machen. Mega. Ich hätte nur trotzdem riesen lustig gefunden, wenn es praktisch so einen geheimen Raum gegeben hätte, irgendwo im Keller oder im Dachgeschoss, der so ganz bunt und lustig gewesen wäre. Vielleicht wird er ja noch gefunden, aber Junkerhaus, boah, richtig krass. Heftigste Haus, glaube ich, in dem ich je war. Kann man so sagen. Leute, ich zeig Martin ja ein bisschen meine Heimat und im Zuge dessen hat er ja, wie ihr gesehen habt, mir nicht geglaubt, dass in Herford eine Tupac-Statue steht. Never. Und wir haben um wie viel Geld gewettet? 50 Euro. Um 50 Euro nämlich. Und die 50 Euro hole ich mir jetzt ab. Warte, Martin, ich stelle dich mal hin. So, 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 so. Jetzt mache ich dir die Binde ab hier. So, guck. Guck da. Da ist er. Der Tupac. Da ist er. Das gibt's doch. Warum steht denn hier eine Tupac-Statue? Goes on a party. California. Goes on a party. Und, wie liebst du es? In the city. Ich lieb's mega krass. Das ist auf jeden Fall heftig. Sag aber was dazu jetzt. Ja, das ist, also, ich hätte alles geglaubt, tatsächlich, dass eine Mauer mal in Berlin stand, dass es ein Land aus komplett Lego gibt. Alles. Aber eine Tupac-Statue in Herford hätte ich nicht geglaubt. Also, ich weiß, dass in Herford gutes Pilz herkommt. Aber ist doch nicht, warum denn? Das ist doch. Tja, Leute, Hip-Hop ist überall. German Rap Culture ist lit. Wenn man genau darauf achtet, hat er auch den Museumgang drauf. Guck mal. Er hat doch Baggies an. Ja, klar. Tag 2 der großen Heimatsause von mir. Ich zeig immer. Oh, es gibt einen zweiten Tag Heimatsause. Zweiten Tag Heimatsause. Unsere Sendung zu Hause ist. Ich bin viel zu warm angezogen, aber warum ich dachte, eigentlich? Ich hatte einfach Bock, den Pulli zu tragen. Ist doch mal hier nur küstenmäßig wieder mal mit Badelatschen. Ich ziehe den Pulli auch aus, aber ich wollte mir ein Statement setzen. So, und jetzt sind wir in Bielefeld nämlich heute unterwegs. Und als erstes habe ich mich rausgesucht für meinen heißgeliebten Arminia Bielefeld, dass wir heute mal durch das Stadion gehen. Finde ich ja mega. Ich finde ja ganz wichtig, wir kommen ja aus zwei Städten. Fakt. Mit zwei Traditionsvereinen. Arminia Bielefeld-Fan, Hansa Rostock-Fan. Und wir machen eine gemeinschaftliche Platte, also es ist mega, mega wichtig, dass wir auch unsere Vereine gegenseitig kennenlernen. Ja. So, und dass wir natürlich auch immer, wenn jetzt Arminia natürlich irgendwie gewinnt oder einen Punkt holt oder irgendwas macht, freue ich mich natürlich, weil mein Benjamin natürlich großer Fan der Arminia ist und ich freue mich jetzt mega in das Stadion. Ich war ja schon 4-mal hier, aber immer im Auswärtsblock und jetzt gucken wir mal von der anderen Seite. Yes! Leute. Sieht einfach auch immer geil aus. Da mussten die Gegner federn lassen hier. Oh. Ja, natürlich. Yeah, Leute. Oh. Oh. Er macht ihn! Er macht ihn zu den Fans! Warte, warte! Mann, wie gefällt dir unser Stadion? Sehr, sehr gut. Leute, ich bin ganz glücklich. Wir sind in Bielefeld, heute erste Station gewesen, Arminia. Ich sag ja nicht Schüko Arena, ich sag ja Alm. Und wieder absoluter stabiler Ehrenmannverein, muss ich sagen. Martin und ich durften auch kicken. Wir durften im Stadion. Du hast sehr, sehr gute Tore geschossen. Sehr, sehr zwei Einpfosten, einen Lattentreffer. Ich muss ja sagen, die richtig geilen Sachen hat Chris Schwarz nicht hingekriegt, weil er mit seiner Drohne so beschäftigt war. Aber wir haben viele Leute da kennengelernt. Wir haben den Verein wieder ein bisschen näher kennengelernt, dass wir das auf dem Rasen sein durften, auf die Tribüne und so. Shoutout Arminia, ganz doll verliebt. Und ich hatte eine richtig gute Zeit. Ja, und hier nochmal vielen, vielen Dank.
Das ist sehr, sehr wichtig, auch für die Leute, die immer denken, es geht nicht zusammen. Und wie man an unserer Platte sieht, natürlich geht es zusammen. Zwei sehr emotionale Fangemeinden mit der Arminia, mit Hansa Rostock, mein Verein, das wissen ja auch meine Fans. Und das gehört dazu, auch bei unserer Verbrüderung auch unsere Vereine zu verbrüdern. Und da muss ja nicht jeder mitmachen, aber wir beide machen das, weil wir lieben unsere Vereine. Und ja, es war sehr, sehr schön und vielen Dank für den Einblick in euer Wohnzimmer in Bielefeld. Vielen Dank. Jetzt geht's auf zur Sparrenburg, Wahrzeichen der Stadt. Gang, gang, gang. Der dritte hatte ich aufgeschrieben. Oh Mann! Ein Fan. Ich denke einfach, ich bin der große Bro. Ja, das ist das Problem mit dem gelben Shirt. Sie ist da. Du hast einfach ein gelbes Shirt an. Ja, Leute, ne? Clevere Leute ziehen jetzt kein gelbes Shirt an. Erstens Wespen, zweitens Gewitterkäfer. Ein Flyer, du malst einen Flyer für unseren geheimen Aufenthalt in Bielefeld. Und dann Copy-Shop und dann zack, verteilen wir den ein bisschen, oder? So, ich finde, du solltest den Flyer machen, weil es ja deine Stadt ist, aber ich sage so ein bisschen was drin. Also ich hätte gern Einhorn, einen verrückten Planeten. Mikrofon. Zwei Mikrofone. Also Einhorn, verrückten Planet. Oder nee, der Planet hat ein Einhorn und Augen. Also praktisch der Einhornplanet mit zwei Mikrofonen überkreuz untereinander, dann da unter Cass und Ma und dann eine Uhrzeit. Das kriege ich nicht hin. Wir machen erstmal Planet. Okay, rund muss er sein. Runder Planet. Und, ne? Und dann macht uns so ein. Also, Cass muss ganz ehrlich sagen, wunderschöner Flyer geworden. Also Materia und Casper, heute 18 Uhr in Bielefeld. Geheimer Auftritt. Toller Flyer. Oh. Nicht, dass gleich hier noch der Flyer-Alarm losgeht bei so viel Hitze. So, den ganzen Weg. Herzlich willkommen bei den Campus TV Nachrichten. Heute am Mittwoch. Mitten am Mittwoch. Und kommen wir zu unserer ersten Meldung. Stau. Stau, Hörsaal 11, weil Vorlesung mega, will jeder sehen. Dann lieber umschiffen auf Hörsaal 10. Auf jeden Fall. Und eine ganz, ganz wichtige Nachricht. Hinter Bielefeld, zwischen Bielefeld und Herford wurden Drachen gesichtet. Es ist tatsächlich die Existenz von Drachen bewiesen worden heute. Finde ich auch mal eine wichtige Meldung, die es wert ist, gemeldet zu werden hier bei Campus TV. Skandal in der Mensa. Zu lecker. Oh. Arminia Bielefeld, Hansa Rostock, Champions League Finale. Letzte Woche haben wir gesehen, wurde jetzt entschieden. Beide haben die Champions League gewonnen, weil es 0-0 ausgegangen ist. Und dann wieder schießen auch 7-7. Wetter wird mega. Super, ja. Musik? Leute, Flyern war schon immer sehr, sehr gut. Jetzt auch ein bisschen? Was soll ich machen? Ja, Gewehr. Bitte. Bitte. Hallo. Hallo. Ich bin beim Westfalen, ne? Hallo. Danke. Bitte. Hallo. Kann ich euch einen Flyer geben? Dann laufen wir. Danke. Hier? Dann laufen auch? Wir teilen uns. Kann ich euch Flyer geben? Kann ich euch einen Flyer geben? Okay. Bitte. Danke. Bitte. Sehr gut. Bei uns. Oh, da flyern die Künstler noch selber, ne, Kassler? Ja, ja, ja. Macht ja keiner für uns. Also wir haben ungefähr 37 von unseren 98 Managern und Wollen wir den Snipes noch einen kleinen Stapel da lassen? Ja, gefragt, ob sie das machen können, aber nö, wir müssen ja andere Sachen vorbereiten. Komm, ja. Snipes einen Stapel da lassen. Hallo. Ja. Hey. Hey, können wir euch ein paar Flyer hier lassen? Ja, für hinten, für den Pausenraum, ja, aber dort auslegen, hier vorne da. Okay, so, Materia und Casper Show heute im Bielefeld nicht so wichtig, oder was? Hä? Das können wir doch mal hier lassen. Ja, normalerweise dürfen wir, aber die Zentrale ist immer direkt durch, ne? Okay, auch beim Materia und Casper Konzert.
20 Jahre, obwohl wir eigentlich dafür voll für eigentlich stehen eigentlich, okay. Ne? Aber ich habe keine Ahnung, ob wir das immer machen. Aber okay. Okay. Oh, und im Internet immer Snipes ist so cool und spontan. Boah, wie funky wir sind. Snipes ist so, oh ja, weiß ich jetzt nicht, ob wir jetzt hier einen Flyer nehmen dürfen. Das ist ja auf der Kamera. Guck mal, Flyer, großer Spaß. Kann ich einen Flyer geben? Geiles Geheimkonzert, umsonst und draußen. Alle okay. Kommen dahin. Mega Spaß. Soll ich einen Flyer geben? Okay. Kann ich einen Flyer geben? Ja, es ist Materia von Lila Wolken ist auch dabei. Ist doch ein strammes Paket. Konzert umsonst, kriegst Bescheid, wann es ist. 18 Uhr Bielefeld, ist keine große Stadt, bist du überall schnell da. Materia von Lila Wolken ist auch dabei, ist doch mega. Umsonst Konzert? Nein, danke. Nein, danke. Hey, Jungs, will ich einen Flyer geben? Das Konzert von Materia heute verfügt. Heute spontanes Konzert. Heute. Für umsonst. Das wird noch bekannt gegeben auf Instagram. Und, wir geben auf Instagram bekannt. Kann ich Ihnen einen Flyer geben? Stabiler Fan. Konzert heute Abend. Dankeschön. Umsonst. Test of Materia. Test wird das davon hin zur Sonne. Ah, Materia von Lila Wolken. Leute. Ist ja egal, heute gibt's ein Konzert. Ja, was macht ihr? Ihr wirkt so fancy. Ach, Kasper. Wie fancy? Wir heute ein Konzert. Ja, aber ihr wirkt so fancy. Was macht ihr? Musik. Test of Materia. Und wenn du mit der König in die Fläche fallen. Ich sag mal, da sind ein paar Leute. Adrenalin. Adrenalin. Yeah. Adrenalin. Stehen im Kreis jetzt, hört auf meine Signale. Baden im Schwarzlicht, keiner wirft hier mit Farbe. Immer Tsunamis in meinem Mund, Finsternis, wenn ich habe. Rein energiezhaft, meine Energie fällt an, wenn ich schlafe. Mein Name ist Martin Lazzini, voll auf Adrenalin. Mal den Teufel an die Wand, doch hab das Feuer gebannt für Khaleesi. Ohne lässt sich Geschichte nicht schreiben. Meine Jungs, wir sind Brüder. Reiß alles ab, lass keinem was über. Vielen Dank für die so unfassbare Gastfreundschaft. Vielen Dank, Bielefeld! Yes!